Eins, zwei, jawohl. So, der Saphir ist vom 7. Mai. Noch ein schön entwickeltes Pferd. Fünfgänger. Galopp ist eigentlich ganz gut im Takt. Schon so ein bisschen in Streckung. Aber der Tölt auch. Da ist er wieder. Also so ein Fünfgänger, der auch für den Rennpass schon so auch die richtige Streckung hat. Also kann man sich gut vorstellen, dass er diese Gangart sehr gut entwickelt. Ansonsten hat er so eine gute Gangverteilung, weil er hatte schon alles gezeigt. Also nicht nur galoppieren, ne, sondern ich auch gerade hier wollte er nämlich gerade antraben. Nur so ein bisschen schauen, dass man den. Ja, genau, dass man so den Tölt und den Trab auch sehen kann. Genau. Und dann könnt ihr auch ruhig nochmal Hand wechseln, aber das wisst ihr ja, ihr seid ja ein Profiteam. Und wieder Tölt und Trab. Der kann auch so ganz gut mit der Spannung spielen, der kann sie holen und dann kommt der Tölt und auch mal so geht das schon so mal so ein bisschen in Richtung Rennpass. Und insgesamt ist er also sehr offen, ist kein steifes Pferd. Ist jetzt halt nicht von der Oberlinie so, wie man das jetzt so vielleicht für die schönen Tölter oder sowas gerne hat, dass er so sich hoch aufrichtet und mit der Hinterhand etwas mehr trägt. Der ist im Augenblick ganz deutlich in der Schubkraft unterwegs. Und ist dadurch eben auch ganz gut im Tempo. Vielleicht könnt ihr noch einmal Hand wechseln. Ja, und diesen energischen Antritt, das könnt ihr ruhig machen. Also das habe ich jetzt nicht gemeint, dass sie nicht galoppieren wollen, aber eben nicht nur galoppieren. Das war meine Idee. Eine Runde noch und dann könnt ihr wieder einfahren. Hoppala! Ups! Okay. Alles gut, dann könnt ihr wieder einfahren, ne?
Der Sake vom Esterberger Hof erhält den Richtspruch gut entwickeltes Fünfgangpol mit schöner Gangverteilung, mit langer Haltung, bei gut mittleren Bewegungen und sehr viel Schub aus der Hinterhand, belastendem Interieur. Er erhält fürs Exterieur die 7,8, fürs Interieur die 8,0 und für die Gänge die 7,8. Ja, vielen Dank.